Willkommen bei Fly Gear. Heute ist es Zeit, dass wir mal etwas genauer über meine Supra sprechen, denn das Auto ist mittlerweile schon seit über 3 Wochen bei mir und ich bin sehr viel in dieser Zeit mit dem Auto gefahren. Ich habe es ein bisschen kennengelernt, wie fährt es so weiter. Und jetzt ist es wirklich Zeit, dass ich euch mal einige Details zu diesem Auto erkläre. Also wir haben hier einen 1997er Supra Turbo, Original, Handschaltung, Linkslenker, ein Original Schweizer Fahrzeug. Das heißt, das Auto wurde nicht nachträglich, so wie viele Supras von England oder von Japan importiert, sondern es ist wirklich in der Schweiz als Neuwagen von Toyota verkauft worden. Und das ist schon eine kleine Seltenheit, denn es wurden nur ganz wenige Supras in die Schweiz importiert und hier als Neuwagen verkauft damals. Das heißt, das Auto ist mittlerweile 24 Jahre alt und hat 198.000 Kilometer gelaufen. Und jetzt denkst du vielleicht, was? 200.000 Kilometer auf so einem Auto? Das ist doch viel zu viel. Nein, glaub mir, das Auto hat zwar viel Kilometer, aber die Kilometer stören mich überhaupt nicht. Denn wichtig ist vor allem, wie sind die Vorbesitzer mit diesem Auto umgegangen? Wie wurden die Kilometer gefahren? Und wenn du dir das Auto anschaust, dann siehst du sofort, dass das Auto in einem perfekten Zustand ist. Von außen wie auch von innen sieht das Auto aus wie frisch aus dem Laden. Und das zeigt mir einfach, dass die Vorbesitzer sehr liebevoll mit dem Auto umgegangen sind und das Auto sehr gepflegt haben. Und deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen mit diesen Kilometern. Vor allem auch der Motor, Getriebe, diese Motoren halten locker 200.000, 300.000 Kilometer aus, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das größte Problem bei vielen Kilometern ist vor allem so Fahrwerkssachen und auch der Innenraum. Der Innenraum leidet häufig am meisten bei hohen Kilometerzahlen, aber hier ist das jetzt überhaupt nicht der Fall, weil der Innenraum sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Okay, gehen wir doch mal kurz durch. Beginnen wir beim Motor. Natürlich haben wir hier einen 2JZ GTE Motor drin, einen 3 Liter Reihen 6 Zylinder. Original hatte dieser, war das ein Twin Turbo Motor. Wir haben hier jetzt aber einen Single Turbo Umbau. Der Single Turbo Umbau wurde im Jahr 2017 gemacht von der Firma HK Power. Die Firma HK Power kommt aus Deutschland und hat schon sehr viele Supra Single Turbo Umbauten gemacht, auch Nissan Skyline und so weiter. Also wirklich ein Spezialist auf diesem Gebiet. Ich packe mal den Link von dem YouTube-Kanal von der Firma HK Power in die Videobeschreibung, dass du dort mal vorbeischauen kannst und mal sehen kannst, was die sonst so machen. Also wirklich eine Top-Firma, kann ich absolut empfehlen. Beim Turbolader handelt es sich um einen BorgWarner EFR 8374 Lader. Was heißt das? Nun, von der Größe her ist dieser Turbolader vergleichbar mit einem Garrett GTX 35 Lader. Das ist jetzt nicht der größte Turbolader und wir kommen hier so mit diesem Setup auf gut 570 PS. Und das ist für mich völlig ausreichend. Natürlich gibt es Supras mit 800.000 PS, aber was du wissen musst, bei solchen Supras leidet natürlich extrem die Fahrbarkeit unter dieser Leistung. Also das ist dann nicht mehr wirklich so angenehm zu fahren. Du hast dann nur in einem sehr kurzen Drehzahlbereich hast du dann wirklich die Leistung. Und so ist das halt bei mir jetzt wirklich noch alltagstauglich. Ich habe ab gut 3.500 Umdrehungen habe ich Ladedruck, da springt der Turbo an und das ist wirklich sehr angenehm zu fahren. Es ist immer noch sehr, wir haben immer noch ein großes Turboloch, was ja auch diese Charakteristik von diesem Auto ausmacht, was den Charme von diesem Auto ausmacht und das ist einfach, das macht es genau aus und wir haben immer noch diese typische Turbo-Charakteristik und das kann ich einfach hier auch so genießen und trotzdem ist es immer noch fahrbar. Ich kann mit normalen Reifen fahren, ich brauche keine Semi-Slicks-Reifen, also ich muss mir hier keine Sorgen machen um Traktion. Wir haben immer noch kleinen Wheelspin, so im ersten und zweiten Gang haben wir Wheelspin, wenn wir Vollgas geben, aber wirklich noch in einem normalen Bereich, also absolut fahrbar und ich finde, ich werde die Leistung auch so lassen. Vielleicht kann man mal darüber nachdenken, mal so auf 700 PS zu gehen in einem nächsten Step. Aber heute und morgen ganz sicher nicht. Heute und morgen bleibt der Motor genauso, wie er jetzt ist.
Was man auch noch zum Motor sagen muss, der Motor wurde noch nie geöffnet. Also wir haben immer noch den originalen Motor, originale Kolben, originale Pleuel. Und das ist mir auch wichtig, weil immer wenn ein Motor geöffnet wurde und gehohnt wurde und Kolben und Pleuel gemacht worden sind, dann bin ich immer ein bisschen misstrauisch. Ja, wer hat das gemacht? Hat der gut gearbeitet? Oder man ist da immer ein bisschen misstrauisch. Hier ist der originale Motor, er wurde noch nie geöffnet und dann kann ich mich einfach darauf verlassen, hey, ich habe einen Super 2JZ-Motor, welcher original, ab Werk wirklich sehr standfest ist und ich muss mir hier keine Sorgen machen. Das Einzige, was gemacht wurde, ist die Ölwanne wurde ein bisschen abgeändert für den Ölkühler, dass man hier Anschlüsse gemacht hat. Wir haben einen zusätzlichen Ölkühler. Wir haben sonst noch am Motor haben wir einen HKS-Luftfilter eingetragen, HKS-Ladeluftkühler und einen Catch-Tank. Wir haben noch ganz viele Abdeckungen in Carbon, solche schöne Sachen. Und ansonsten ist der Motor original. Ah ja, was ich fast noch vergessen hätte, bezüglich Motorsteuerung, also Steuergerät, wir fahren hier eine frei programmierbare Steuerung von Haltech, also Haltech, und diese wurde eingestellt von dem Umbauer, der den Turbo-Umbau gemacht hat, und seitdem her läuft das Ganze einfach problemlos. Auch der Vorbesitzer hatte nie Probleme mit diesem frei programmierbaren Steuergerät, das läuft wirklich problemlos. Kommen wir zum Innenraum. Der Innenraum, wie schon gesagt, ist in einem sehr guten Zustand. Wir haben lediglich zwei Zusatzinstrumente an der A-Säule über Lambda-Werte, Abgastemperatur und Ladedruck und ansonsten noch ein anderes Radio. Ebenfalls haben wir noch den TRD-Tacho und Drehzahlmesser. Ich finde, das ist auch noch so ein i-Tüpfelchen, was dem Auto ein schönes Detail verleiht. Und ansonsten ist der Innenraum original und auch in einem sehr schönen Zustand. Also das Armaturenbrett hier, Mittelkonsole, da ist nichts abgegrabbelt oder abgeripscht oder verkratzt. Das ist einfach in einem sehr schönen Zustand, genauso wie es eigentlich sein sollte. Dann kommen wir zur Karosserie. Die Karosserie, das Auto wurde mal vor einigen Jahren komplett neu lackiert und der Lack ist immer noch in einem sehr guten Zustand. Also es ist keine einzige Beule, das ist keine Kratzer. Einige feine Kratzer haben wir von der Waschanlage oder allgemein vom Waschen des Fahrzeugs, welche man sieht, wenn die Sonne so reinscheint. Diese Kratzer sind aber nichts Wildes, die kann ich rauspolieren und das werde ich auch sicher noch machen. Also eine Komplettpolitur werde ich noch sicher noch machen bei diesem Auto. Und ansonsten haben wir noch die Facelift-Rückleuchten, wir haben die Facelift-Scheinwerfer vorne und wir haben den TRD-Heckspoiler. Und das finde ich auch so ein wichtiger Punkt, der TRD-Heckspoiler, der macht wirklich sehr viel aus, weil der originale Heckspoiler ist sehr rund und wir haben sonst schon sehr viele runde Formen an diesem Fahrzeug. Und dann auch noch ein runder Heckspoiler. Ich finde, das passt einfach nicht so gut. Und dieser TRD-Heckspoiler, der macht einfach so einen aggressiven Touch, gibt dir noch so eine Kante. Und das finde ich passt sehr gut. Das sieht einfach sehr stimmig aus und passt sehr gut zu diesem Fahrzeug. Ansonsten, was es sonst noch zu sagen gibt über die Karosserie, wir haben hier keine Unfallschäden. Also wirklich, es gibt ja viele Supras im Internet, die auch schon inseriert sind, auch zum Teil auch sehr teuer. Aber es gibt wirklich viele Supras, die haben Unfallschäden. Und zwar üble Unfallschäden. Hier haben wir keinen einzigen Unfallschaden. Also keine Beule in den Seitenwänden drin. Und hier waren auch keine Beulen in den Türen drin. Kein Frontschaden, kein Heckschaden, einfach gar nichts. Und auch von unten, wir haben keinen Rost. Auch an den Radläufen, Schwellern, einfach gar keinen Rost. Das Auto wurde noch nie im Winter gefahren. Und das sieht man einfach, wenn man das Auto sich von unten anschaut. Es sieht einfach sehr schön aus. Auch die Schwellerkanten sind nicht zerquetscht. Häufig ist es so, bei alten Fahrzeugen sind dann die Schwellerkanten immer so ein bisschen zerfetzt, weil halt falsch aufgebockt wurde und irgendwie einfach aufgebockt. Aber hier, die Schwellerkanten so, sehen aus wie neu. Also das Auto auch von unten, ich kann es kaum glauben, in einem super Zustand. Und wie gesagt, kein Rost, eben das Auto ist 24 Jahre alt und hat absolut gar kein Rost. Und das ist auch wirklich sehr selten zu finden, vor allem wenn du eine Supra aus England importieren möchtest. Die haben sehr viel Rost oder auch Skylines. Skyline 33er, 34er haben alle ein bisschen Rostprobleme. Da musst du wirklich drauf achten. Rost ist bei diesem Auto ein Thema. Ganz klar, ich meine, ein Auto, welches über 20 Jahre alt ist, da muss man schon ein bisschen schauen wegen dem Rost. Ja, und ansonsten haben wir noch natürlich Felgenfahrwerk.
Wir haben ein Teilgewindefahrwerk. Dieses Gewindefahrwerk ist ganz neu. Das hat der Vorbesitzer noch gewechselt, bevor ich das Auto gekauft habe. Das ist wirklich ganz neu. Felgen haben wir 19 Zoll Folk Racing Felgen. Die Felgen sind jetzt auch schon etwas älter. Man sieht es auch am Design. Die Felgen sind schon etwas älter. Ich finde, die Felgen passen gut zu dem Fahrzeug. Ich werde sie auch noch einige Jahre fahren, aber irgendwann möchte ich sie dann doch wechseln. Ich finde etwas, heute gibt es halt schon eine sehr große Auswahl an Felgen und da finde ich dann doch, gibt es passendere Felgen mit der heutigen Auswahl, die man dann auf dieses Fahrzeug montieren kann. Aber nichtsdestotrotz, die Felgen sehen schön aus. Ich finde, die Felgen passen gut zu dem Fahrzeug. Das Gold passt sehr schön zu dem Rot mit dem Chrom-Tiefbett. Ich finde, es sieht wirklich stimmig aus. Aber irgendwann werden die Felgen dann mal getauscht, das auf jeden Fall. Ja, was für Arbeiten stehen jetzt an diesem Fahrzeug? Was möchte ich noch machen daran? Also als erstes, ganz wichtig, möchte ich Lackschutzfolie auf die Scheinwerfer kleben. Denn wir haben vorne haben wir Facelift-Scheinwerfer, die sind fast neu. Also die sind neu, aber sie haben schon zwei, drei ganz kleine Steinschläge. Und also für das Alter vom Fahrzeug sehen die Scheinwerfer natürlich sehr gut aus. Ich möchte aber jetzt trotzdem auf Nummer sicher gehen und Lackschutzfolie auf die Scheinwerfer kleben, damit da wirklich nichts passiert. Klar, man kann immer noch neue Scheinwerfer kaufen, aber sie sind sehr teuer. Ein Scheinwerfer kostet 2000 Franken. Und in 10 Jahren, ob man in 10 Jahren überhaupt noch neue Scheinwerfer kaufen kann, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder kaufe ich einfach nochmals zwei Scheinwerfer neu und stecke sie ins Lager oder ich mache hier jetzt Lackschutzfolie drauf oder ich mache beides. Mal schauen. Was ich sicher mache, ist Lackschutzfolie auf die Scheinwerfer, damit hier nicht noch mehr Steinschläge in die Scheinwerfer hineinkommen und so die Scheinwerfer einfach geschützt sind. Ich werde dann ein Video machen. Ich habe da einen guten Kollegen, der ist Spezialist in Sachen Lackschutzfolie. Das wird sicher ein cooles Video. Ansonsten möchte ich das Auto komplett einmal polieren und mit der Keramik versiegeln, also so Keramikversiegelung machen. Und was wir auch noch machen müssen, ist das Fahrwerk etwas tiefer schrauben. Wir haben ja ein Gewindefahrwerk und ich möchte ihn schon noch ein bisschen runterschrauben. Ich finde, eine Supra muss nicht ganz anschlagtief sein, also so richtig Static Fitment passt bei einer Supra nicht so ganz, finde ich. Aber jetzt diese ist schon ein bisschen zu hoch. Also ich finde, einen Zentimeter können wir das Auto schon noch runterschrauben und dann sieht es dann wirklich, dann passt es mir perfekt. Ja, ansonsten schreib mir doch unbedingt in die Kommentare, was du von meiner Supra hältst. Was würdest du verändern an ihr? Welche Umbaumaßnahmen würdest du vornehmen? Ich finde sonst, sie sieht sehr stimmig aus. Ich möchte keine Spoiler oder kein Bodykit. Ich finde, eine Supra braucht kein Bodykit und kein Spoiler, das einzige der TAD-Spoiler und ansonsten diese fancy Schweller, die man immer wieder sieht oder Frontstoßstangen. Ich finde, das passt nicht so zu einer Supra. Ich finde, diese Zeiten sind vorbei. Früher bei Fast and the Furious hat man das gesehen, aber ich finde, heute passt das nicht mehr so ganz zu einer Supra und ich finde einfach auch, original sieht sie einfach wunderschön aus. Auch dieser Schriftzug Supra Turbo, das ist übrigens der amerikanische Schriftzug, das hatte nur die amerikanischen Modelle, dieses Supra Turbo. Und ja, es sieht einfach sehr stimmig aus. Ich finde, viel muss man gar nicht machen an der Optik. Einfach Felgen und Fahrwerk, so wie immer. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Lass mir doch ein Abo da, falls du neu auf diesem Kanal bist. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.